Hallöchen und herzlich willkommen zurück bei Medieval Dynasty Oxbow. Kurzer Blick auf die Jungs am Feld. Er macht sich Sorgen, dass man den Dünger schmecken könnte. Okay. Die drei Weizenfelder bekommen die Jungs hier locker am Start. Und der Roggen ist auch schon fertig. Also das sollte passen. Du erntest immer noch Kohl. Ja, mega. Alles klar. Wir brauchen immer noch eine Mine. Inzwischen habe ich einen Standort einer Mine gefunden. Hier oben. An diesem kleinen Dreieck hinter Piastovia. Da sollte eine sein. Wir gehen gleich mal hin und schauen nach. Stand in den Kommentaren. War jetzt nicht so fies gespoilert. Ich glaube, der Spoiler und meine Informationen kamen da ungefähr gleichzeitig an. Ich habe ein bisschen gemogelt und mal nachgeguckt, wo ich eine finde. Ich wollte nicht stundenlang suchen. Die Klamotten bringen wir jetzt mal hin. Wir könnten uns allerdings auch mal versuchen, einen Sattel zu bauen. In der Näherei. Um den Weg mal mit einem Pferd zurückzulegen. Da müssten wir uns mal halt hier den Bauplan freischalten. Sattel. Kostet schlanke 500. Kaufen wir uns mal. Wir brauchen 12 Leder, 2 Zinnbarren, 2 Wollgarn und 2 Leinengewebe. Wollgarn könnten wir in der Kiste haben. Da habe ich mal ein bisschen was gefunden, weil das können wir noch nicht selber herstellen. Jetzt habe ich natürlich auch gleich ein Gewichtsproblem, weil ich die ganzen Klamotten für die Mine noch in der Tasche habe. Die wollen wir aber dann auf jeden Fall gleich aufsetzen. Aber vielleicht können wir ja schon mal das erste Mal auf einem Tier dahin reiten. Zinnbarren. Ja, wir haben 3 Wolgan, das passt eigentlich. Für einen Sattel könnte es dann reichen. Und nimm mal 2 schon mal mit. Habe ich keinen Zinn mehr? Nicht? Nö. Hä? Das ist schlecht. Habe ich alles in Bronze verarbeitet? Gut, dann müssen wir erst die Mine setzen. Dann macht es keinen Sinn. Warte mal. Bronzebarren? Ich glaube ja. Ich habe kurz davor tatsächlich alles, naja, durchgeholzt. Gut, dann lass uns mal los. Schauen, ob wir da eine Mine finden. Musst du noch was essen vorher? Ja, komm. Schieb dir mal irgendwas rein, eine Kleinigkeit. Kannst ein paar Äpfel essen, ne? Alter. Haben wir viel Kohl. Ich werde danach erstmal Kohlsuppe kochen. Wie ein Verrückter. Dann nimm mal ein paar von den Äpfeln hier. Wie viel brauchst du da? Das wird wohl reichen. Eine kleine Zwischenmahlzeit. Schiebt also erstmal 9 Äpfel in den Kopf. Ja. Guck mal. Reicht. Schluck getrunken. Ich wandere mal so langsam los. Wir sehen uns dann bei Piastovia. Und da aus gehen wir dann zusammen zur Mine. Oh. So, 270 Meter. Wir sind in Piastovia. Hat doch einer eine Quest? Das ist jetzt aber erstmal... Ja,
Camilla. Stell dich mal nicht so an. Erstmal nicht so wichtig. Können wir uns vielleicht auf dem Rückweg mal anschauen. Meter, ja. Dann gehen wir doch mal hier den Weg hoch. Schauen wir mal, ob wir da was finden können. Das markante Dreieck auf der Karte sollten wir wohl erkennen können. Das könnte hier schon, ja, das ist das hier. Jawohl. Und dann irgendwo hier in der Felswand. Ich bin hier auch schon gewesen. Ja, mit Sicherheit schon mal dran vorbeigelaufen. Ach, guck mal hier. Aber hier habe ich wohl nicht hingeguckt. Okay. Sehr gut. Gucken wir mal kurz rein, solange die Fackel noch hält. Mir wird doch relativ schnell kalt werden. Ja, hier sind auf jeden Fall Erze drin. Sehr nice. Jagdgebiet Falke. Mhm. Ja, lass doch mal probieren, ob wir das Ding hier ansetzen können. Sollte ja jetzt mal funktionieren. Gebäude, Gewinnung, die Mine, yes. Jetzt hoffe ich nur noch, dass ich die richtigen Ressourcen dabei habe, weil ich habe keine Ahnung. Ah, Holzstämme und Bretter habe ich dabei. Jetzt, das war nur die Fackel. Ich dachte schon, der Hammer wäre kaputt gegangen. Das wäre blöd gewesen. Ja, das passt. Sehr gut, die Mine steht. Oh, hat er gleich Fackeln aufgehängt. Cool. Jetzt müssen wir nur für ausreichend Personal sorgen. Dass hier zumindest überhaupt mal jemand schon mal loslegen kann. Problem an der Sache ist auch, wir haben 4 werdende Mütter. Die werden uns ausfallen, die müssen wir auch alle ersetzen. Wir können noch einen Kerl holen. Hier ist noch ein Platz im Haus. Gebäude steht schon mal. Ich kann wieder rennen. Sehr gut. Zuweisung können wir ja dann immer noch machen. Wenn ich wieder zu Hause bin, dann muss ich mal ein bisschen durchgucken, wen ich da abziehen kann und kann ihn erstmal in die Mine stecken. Ich flitze mal schnell zurück. Und wir sehen uns bei uns im Dorf. Wir könnten uns noch kurz die Quest abholen. Bei der Tomila. Was macht das Leben? Wir fragen mal nach, ob wir mal helfen können. Ist alles in Ordnung? Mehr als in Ordnung. Erinnere dich an diesen Tag. Als den Tag, der die Welt verändert hat. Ich habe etwas erfunden, das unsere Gesellschaft revolutionieren wird. Das hört sich doch interessant an. Hast du endlich einen Weg gefunden, alle Kriege und Hungersnöte zu beenden? Ist es eine Art fortgeschrittenes Werkzeug? Und wirklich, ist es ein neues Heilmittel? Ich nehme an, es ist eine neue Art, Wäsche aufzuhängen. Wir werden es rausfinden. Hast du endlich einen Weg gefunden, alle Kriege und Hungersnöte zu beenden? Besser, ich habe ein neues Spiel erfunden. Seufzen noch eine Verrückte. Das ist besser. Spiele sind das Beste. Nicht wahr? Ich bin so froh, dass mir jemand begegnet, der genauso begeistert ist wie ich. Ja, geht so. Ich brauche etwas Hilfe dabei, das Spiel bekannt zu machen. Hilfst du mir dabei? Oh Gott, ich muss alle Dörfer bereisen, wa? Wäre mir eine Ehre und ein Vergnügen. Gut, also hör zu. Das Spiel heißt Steinschere Pergament. Und ich brauche genau diese 3 Gegenstände. Ich werde sie dann schön vor meinem Haus präsentieren und jeder wird sie sehen. Keine Sorge, ich habe schon alles vorbereitet.
Bronislav Inskauki bereitet einen ganz besonderen Stein für mich vor. Und Svibora aus Ostoja hat mir versprochen, ihre Schere zu spenden. Du musst sie nur für mich abholen. Das letzte ist das Pergament, das kannst du sicher an der Anschlagtafel ausleihen. Ein paar alte Anschläge zu entfernen sollte niemandem schaden. Wenn du alles hast, kannst du zu mir zurück und ich belohne dich dafür. Ich bringe dir außerdem bei, wie man das Spiel spielt. Ich komme so schnell wie möglich wieder. Halte deine Münze bereit. Lass mich raten. Steinschere, Pergament. Oh, die wird aber nicht verfallen nach der Jahreszeit, wie es aussieht. Okay, dann mache ich mal die Flitze jetzt. Da sind wir zurück. Der Gute ist am Frösteln. Ich muss immer eben eine Fackel besorgen. Er friert aber auch was schnell. So, zwei einfache Fackeln noch, dann werden die endlich aufgebraucht. Dann nehmen sie beide raus gleich. So, vier Holzstämme hatten wir sogar noch über. Die habe ich zurückgebracht. Haben wir... Ja, die Bretter können noch weg. Stein rüber. Das Stroh behalte ich gleich mal in der Tasche. Da können wir noch ein bisschen Tierfutter von machen. Nehme ich noch mal ein bisschen Korn raus. Habe ich noch mehr Stroh hier? Nee. Doch. Wow. Habe ich das alles her? Ja, umso besser. Haben die so viel jetzt besorgt aus der... aus dem Grabungsschuppen? Mega, an Ressourcenmangel ist ja nicht. Wir sind auch schon ganz schön am Limit vom Gewicht hier wieder. Ich habe allerdings auch sehr viel Vorräte an Holz. Das heißt, guck mal hier, Brennholz tierisch viel über. Und wir haben im Augenblick auch keine Probleme mit dem Nachschub von Holzstämmen und sowas. Ja. Das heißt, ich könnte zumindest mal kurzfristig... aus den Holzfällerhütten jemanden rausnehmen und in die Mine stecken. Das machen wir auch direkt mal. Da kann aus jedem einer raus. Hier Wiesler war. Wiesler war. Und Tybalda. Die beiden können erstmal in der Mine knüppeln. Spitzenmäßig. So, Wislava. Und Tybalda. So, die brauchen nur eine Spitzhacke. Da muss ich gleich nochmal gucken, was sie da besorgen. Was sie da brauchen. Erstmal brauche ich ja... Ich kann mir noch kein Eisenerz leisten, ne? Dann die erstmal nur Zinn holen. Ach, Kupfer brauche ich gar nicht so viel. Das holen die aus dem Grabungsschuppen auch raus, ne? Könnte ich mir noch ein bisschen Salz weghacken lassen? Oh, das lohnt sich ja richtig. Zinn, nur 10 Kupfer, das ist die 20 Kupfer werden dann über den Grabungsschuppen kommen müssen, aber das sollte ja wohl passen. Könnte ich da vielleicht auch ein bisschen mehr Stroh einstellen dann, ne? Wir machen das mal so. Ja. Okay. Haben wir noch wen, den wir gerade
nicht so ganz dringend bräuchten. Unsere Jäger, die müssen auf jeden Fall bleiben. Wir sollen Fleisch und Leder besorgen. Jetzt kann ich nicht sehen, wer hier in der Mine arbeitet, ne? Aber das, die beiden weiß ich ja noch. Volbo ist im Grabungsschuppen. Oswalder ist im Grabungsschuppen. Lubomira und Gottfried. Lasse ich die drin? Ja, ich denke schon. Aber... ja, lass erstmal die zwei drin knüppeln, ne? 6 Leute können da rein. Wow. Die holen 11 Kupfererz raus. Ist wahrscheinlich gleich eingestellt, ne? Oh ne, doch nicht. Habe ich sogar ein bisschen zu viel Kupfer jetzt. Könnte ich hier nochmal die Menge an Stroh erhöhen? So. Wow. Okay. Feinjustierungen müssen da wahrscheinlich nochmal vorgenommen werden, aber fürs Grobe lassen wir es erstmal so. Die besorgen uns unser erstes Erz. Ja, Holz kommt nicht mehr ganz so viel rein. Ich wollte Kohlsuppe kochen und mir ist schon wieder kalt. Das heißt, wir brauchen erstmal jede Menge Teller. Oh. Ja, da ist noch nicht so viel angekommen. Das sind gerade mal 40. Ich werde noch mal... jo, 10 Stämme auf jeden Fall in Holzschalen verarbeiten. Das sollte für eine sehr ordentliche Menge Kohlsuppe reichen. Und der war auch diesmal was für uns und unsere Leute aufbehalten. Ich verspreche es. Aber wir haben wirklich viel Kohle und Fleisch. Aber ich werde nicht alles auf einmal jetzt an Kohlsuppe machen. Damit mir das Ganze nicht so schnell vergammelt. Ich kann ja auch 20%igen Kohl nochmal verarbeiten. Der ist dann, glaube ich, wieder ein Schlag frischer, muss ich sagen. Mal 120 Kohl mit. Erstmal, das reicht für 60. Das heißt, ich brauche 180 Fleisch. Nehmen wir natürlich erstmal das Gammelige mit. 168, also das auch noch. Oh Gott. Hallo. Ich bin zu schwer, ich kann nicht alles mitnehmen. Oder ich lagere das mal ganz kurz hier rein. Zumindest mal hier den großen Brocken Fleisch. ...180 haben wir gesagt, ne? Ich habe 143, also noch 37. Muss ja weg, ne? So. So, mal gucken, was du jetzt hier wieder für einen Blödsinn verzapft hast. Suppen? Kohlsuppe. 60 Stück. Haut hin. Ich hoffe, ich kann sie tragen. Und du musst dich auch mal wieder waschen. Steht ja hier so dreckig, wer ist am Herd? Sehr gut. So Leute, es gibt was Anständiges. Er hat gute Laune.
reicht erstmal, oder? Mache ich noch mehr? Ja, aber dann zum Verkaufen, ne? Sollte ich den Leuten jetzt allerdings auch erlauben, die Kohlsuppe zu futtern? Machst du noch 30 mehr? Ja, dann im Anschluss. Ich habe die Schalen jetzt noch dabei. Jetzt kümmern wir uns erstmal schnell um Tierfutter. Ich glaube, das war relativ knapp. Muss ich noch Roggenkorn mitnehmen. Und Hafer. Kohlsamen. Haferkorn. Ich habe es fast nicht gesehen. Ich kann sogar noch was durchdreschen. Wow, cool. Dann machen wir doch das. Und Roggen. So, die Jungs sind durch. Die haben alles bestückt. Machen sich hier einen schönen Tag. Schickt euch einen von euch noch in die Mine. So. Haferkorn. Ballern wir durch. Und hier stellen wir ein bisschen Tierfutter her. Mit 50 werden wir ja hoffentlich erstmal eine Weile kommen. Wo habe ich keinen im Stall, der die Tiere versorgt? Wo muss ich selber hin? Komm, wir gehen mal ab. Dann können wir gleich nochmal Dung einsammeln. Ich muss ja für den Frühling wieder jede Menge Zeug besorgen. Kümmern wir uns mal hier eben drum. Alter, das ist ja richtig Betrieb hier im Stall. Hier, da oben sitzt das Küken. Lass mal Fackel dran halten. Nein, natürlich nicht. Wir haben schon mal ein paar Eier mit. Kannst auch wieder ein bisschen Rührei machen. Krog ist voll. Ja gut, hier haben wir ja auch wen drin, der sich drum kümmert. Kann ich... Da war ein Ei drin. Alter, wer schiebt mich denn hier? Ist das... Nee, da ist nichts drin. Hier ist auch nichts drin. Okay. So. Was ist denn das hier für ein Wetter den ganzen Tag? Ist ja grauenhaft. Dann gehen wir aber mal bei Eselchen vorbei. Da ist auf jeden Fall noch keiner im Stall. Oh, hier ist. Ach so, das war dumm. Ich wollte gerade sagen, wer hat denn die Esel gefüttert? Ja, es war auch fast voll. Wie viel geht da rein? 8 Stück, obwohl, wow. Hallöchen, Zibislava. Jetzt war ich nicht oben bei den Pferden. Wie sie hier lang watscheln, ey. Wart ihr fleißig? Habt ihr ein bisschen was vorbereitet hier für mich? Ja, so viele Eier kommen aber hier jetzt nicht mehr raus, ne? Gut, es sind ja auch nur 2. Ja, hier wird sich gekümmert, das ist alles super. Dann mal rüber zu Schnitzel Pommes. Liegen sie hier rum mit ihren dicken Arschen. Ist ja alles im Lack. Jo. Das
mal den Dung raussammeln. So. Den gibt es ja zusätzlich zu dem, was die Mitarbeiter hier absammeln. Also ist quasi ein Bonus, wenn man sich hier selber mal ein bisschen kümmert. Dann können wir das tatsächlich auch mal machen. So. Okay, das haben wir. Ich muss mal zu den Pferden hoch. Da könnten wir dann auch mal zusehen, dass wir da mal ein Stück weiterkommen mit der Koppel. Dann würde ich erst den nächsten Tag loslaufen und mich um die Quest kümmern. Schon wieder so spät? Na, jetzt war hübschen. Oh, ihr habt aber nichts mehr zu futtern hier, oder? Das ist ja fast leer hier, das Ding. Jo. Da ist das Tierfutter auch fast schon wieder durch. So. So richtig Arbeit hier bei den Tieren mal lang zu schauen. Sitzen aus bei unseren Schäfchen. Hallo. Ja. Hat sogar knapp nicht gereicht. Das Tierfutter hier sind wir nur 50%, aber ist erstmal nicht so schlimm. Ich weiß auch, dass ich auf jeden Fall noch jede Menge Häuser brauche, alleine für die ganzen Tierzüchter, um die mal hier zu beschäftigen. Na, Abend. Hier noch was frei? Okay. Ah, setz mich mal zum gemeinen Volk. Oh, der R geht schon. Er kann mich, glaube ich, nicht so... Ja, ist gut. Ich gehe ja wieder. Wir sehen uns den nächsten Morgen. So, da wird es auch so langsam wieder hell. Ich habe die Nacht genutzt, noch ein bisschen Tierfutter hergestellt. Wir ziehen gleich noch einen aus der Landwirtschaft. Da haben wir drei Leute jetzt gerade noch eingeteilt. Im Feldschuppen, die brauchen wir nicht, da können wir einen abziehen. Vielleicht den Taslav. War das nicht der, der super gerne Landwirtschaft gemacht hat? Das ist, glaube ich, egal, ne? Er kann sich auch mal um die Tiere kümmern. Denn den Taslav würde ich gerne in den Ferch zu den Schafen stecken. Der Taslav kümmert sich um die Tiere, denn der soll ja auch Wolle besorgen. Das heißt, wir müssen noch eine Schere bauen. Du sollst eigentlich erstmal nur Wolle besorgen. Schafsmilch wollen wir, glaube ich, erstmal noch nicht. Muss ich erstmal eine Schere bauen, um zu gucken, wie viel ich da überhaupt jetzt rauskriegen würde. Aber der kann sich schon mal kümmern und die Tiere auch füttern. Da war ja noch... Das können wir auch schnell selber machen, jetzt wo wir gerade hier sind. So, ein bisschen Tierfutter noch hergestellt. Dann sind die auch hundertprozentig voll. Das ist schon mal sehr gut. Ich habe die Sachen dabei für einen Sattel. Den können wir uns mal bauen. Und wir gucken mal, wo wir diese Schere noch freischalten können. So. Wo waren das? Reittiere. Da. Ach, die Zinnbarren. Okay, warte. Dann machen wir jetzt nochmal eine größere Aktion in der Schmiede mal eben. So. Dann versuche ich gleich nochmal ein paar Bronzespitzhacken zu machen. Die brauchen in der Mine ja jetzt auch relativ viel. Jetzt war es ja übrigens nicht mehr. Ich nehme mal 8 Bronzebarren mit. Und waren es Holzstämme? Nehme ich jetzt auch nochmal. Ja, ist egal. So, die Schere.
stelle ich die an der Schmiede auch her. Da muss ich erst gucken, was wir da bräuchten. Ich brauche auf jeden Fall die zwei Zinnbarren für den Sattel. Okay. Wie sieht's aus mit Kupferwerkzeugen? Oh, hoffentlich kann ich die überhaupt schon bauen. Hier ist eine. Bronze-Schuhe-Schere, jawohl. Kaufen wir mal. Stellen wir mal her. Erstmal eine Spitzhacken. Machen wir nochmal zwei. Dann mache ich noch eine zweite Schere. Dann sind die Bronzebarren schon weg. So, aber immerhin hatten sie schon die vier Zinn aus der Mine geholt. Damit wir den Sattel jetzt bauen können. Und dann machen wir uns auch gleich auf den Weg. Hier bist du falsch. Du wolltest den Sattel bauen. So. Selbst hergestellt, unser erster Sattel. Sehr gut. So, dadurch, dass ich das Haus jetzt fertig habe, können wir zwei Kerle und eine Frau wiederholen. Oh, Küche 2 freigeschaltet, sehr gut. Aber wir brauchen ja noch ein paar Mitarbeiter. Kann ich dir jetzt so schon einen Sattel geben? Und hoffentlich passiert dem nichts, ne? Jo. Warte mal. Pferde. Eigener Name. Wie heißt er denn? Otte? Otte Hü? Keine Ahnung, Leute. Weiß ich nicht. Können wir Satteltaschen öffnen? Ah, okay. 20 Kilo können da rein. Hätten wir erstmal das Eselchen nehmen können. Ich muss die Sachen auf jeden Fall noch hier lassen. Die Schere und die Spitzhacken. Dann sollte ich mir nochmal wärmere Klamotten überwerfen. Ist vielleicht so langsam an der Zeit, ne? Wenn ich jetzt eine größere Ausflugstour mache über die Dörfer, um die Mission abzuarbeiten. So, 4 Scheren. Okay, das reicht erstmal. 2 Spitzhacken. Es waren doch 2, die ich da gebaut habe. Hier sind noch 2 Bronzebarren. So. Ja, ich kann hier ein paar Kohlsamen verkaufen. Bisschen Leinengewebe habe ich dabei. Das Tierfutter lässt sie hier. Diese Stiefel könnte ich verkaufen. Halsstämme brauchst du jetzt auch nicht. Das sollte hinhauen. Ach so. Habe noch was vergessen. Warte mal, Verwaltung. Hier war das, ne? Essbares. Ist ja gut, ich erlaube euch die Kohlsuppe. Ich werde trotzdem noch mal ein bisschen was mitnehmen. Weiß nicht, so 20 oder so. Die dann zum vollen Preis wenigstens verkaufen. Oder sagen wir mal 30. Damit ich ein bisschen Kohle auf der Tour auch bekomme. Trotzdem ist ja lange Meter genug zu essen da. Ah ja. Kurz vor Schluss muss ich noch dran denken, die Pilze in die Gammelkiste zu packen. Im Komposter. Damit wir gleich Verdorbenes wieder ein bisschen kriegen. Wir werden ja gesammelt in der Kräuterhütte.
Wollte ich noch mal gucken, ob ich da alles richtig eingestellt habe. Hühnerstall. Wo ist denn hier? Warte mal, Gewinnung. War schon wieder abgelenkt. Ja. Hier hat auch ein paar Heiltränke schon hergestellt, die gute. Für uns zum Verkaufen sind die nix, viel zu billig. Weiß ich nicht, mal gucken, ob der dann vielleicht. Müssen wir mal gucken, was wir für diese Sachen hier bekommen würden. Nicht genug Technologie. Scheiße, ich wollte eigentlich nur mal den Preis mir angucken. 40. Ob sich hier irgendwas zum Herstellen lohnt? Ach, das sind Pfeile. Noch nicht, vielleicht. Vielleicht dann in der Kräuterhütte 2. Aber soweit sind wir noch nicht. Um irgendwas da zu produzieren, was man halt auch gut verkaufen könnte. So, wo müssen wir hin? Nach Skauki als erstes. Ja, okay. Dann muss ich, warte mal, kann ich? Wie hole ich mein Pferd? Geht das oder muss es erst aufstehen? Oh, guck mal, da ist es. Hallo, na Hotte? Ja, fein. Rauf auf dem Esel. Meine. So, Hauptsache ich spiel's nicht kaputt. Das wäre ziemlich ärgerlich. Cool. Ihr habt mich abgelenkt, die Frau. Alles klar. Unser erster gemeinsamer Ausritt. Wir gehen mal schnell zusammen Richtung Skauki. Alter. Die gibt ja richtig Gas, der Gaul. Das ist ja nice. Okay, auch das Pferd hat natürlich Ausdauer, ist klar. Oh, oh Gott. Bisschen Ego. Oh, halt, hier musst du lang, ne? Ja. Gerade noch so das Schild lesen können. Ausdauer ist schon wieder voll. Das macht ja fast. Aber wie schnell man jetzt unterwegs ist. Ein Traum. Macht ja fast so ein bisschen mehr Spaß, hier durch die Gegend zu preschen. Kann man besser steuern, finde ich. So, ganz ruhig, Brauner. Wir sind schon da. Oh Gott, nein. Oh Gott, bricht dir nichts. Straßenschild hängen geblieben. So, jetzt tun wir so, wenn du hier jetzt reinreitest, als könntest du es. Sondern die Leute denken. Wo ist denn der Typ? Da oben irgendwo. Oder auch nicht. Oh mein Gott. Boah, über Stock und Stein. Selbst das funktioniert ja echt gut. So, wie komme ich wieder runter? So. Bleibst du mal kurz, ne? Den kann ich ja aufwecken. Ist ja eine Quest, das soll ja funktionieren. Alter, kommt der direkt raus. Bronislav.
Hallo, wie geht's? Hallo, ich bin hier, um den besonderen Stein für Tumila abzuholen. Oh ja, ich habe schon auf Sie gewartet. Normalerweise würde ich ein einzigartiges Stück wie dieses nicht einfach mit einem Boten mitgeben. Aber du wirkst vertrauenswürdig. Geh nur bitte vorsichtig damit um. Ich muss einfach fragen. Jetzt kommt auch noch die Frau dazu. Die knallt mir doch gleich eine. Bist du sicher, dass du mir den richtigen Stein gegeben hast? Er sieht ziemlich gewöhnlich aus. Vielleicht für das Auge eines Laien, aber glaub mir, er ist alles andere als gewöhnlich. Dieser Stein ist ein echtes Juwel, ein Sammlerstück. Wenn du das sagst, mach's gut. Okay. Rauf auf Rotte. Wir haben den Stein. Untersuche die Anschlagtafel in Piastovia. Ja, aber ich würde gerne gucken, wer hier noch im Feuer sitzt. Wir holen uns Leute ran. Und jetzt per Pferd ist ja mega gut. Gleich mal beim Fuhrmann vorbeireiten und ihm Stinkefinger zeigen. Oh, Entschuldigung, ich habe die Brücke nicht getroffen. Hier wird gesungen. Warum sind hier wieder nur Mädels? Oh, das, die Wieslaver würde ich mitnehmen. Aber sie sind beide gut. Ottilia ist sogar noch im Schlag besser. Steht im Feuer, Entschuldigung. Eine Frau, zwei Männer, ne? Oder nehme ich Ottilia mit? How is life treating you? Why is bread so expensive? Because of the past. Was kannst du besonders gut? Ich kenne den Wald wie meine Westentasche. Dabei weiß ich nicht nur, wie man sich Essen jagt, sondern auch, wie man am besten an Häute und Federn kommt. Okay. Was kannst du nicht? Ungeduldig für Feldarbeit. Wird? Und du? Die ist genauso drauf. Ja, trotzdem nehme ich die mit, ne? Ich nehme hier Ottilia. Ich habe gehört, dass du dabei bist, dir einen recht guten Ruf zu erarbeiten. Mach weiter so. Und ich denke vielleicht über deinen Vorschlag nach. Was? Scheiße, habe ich zu wenig Dynastie? Oh, he's here again. 4000. Have a nice day. Tatsache. Moment. Oh, fehlt nicht mehr viel. Okay. So ein Mist. Okay, wir müssen questen. Macht das Sinn, jetzt hier noch eine Aufgabe anzunehmen? Oder sollte ich lieber an der Anschlagtafel gucken? Vielleicht ist nur eine Kleinigkeit. Ne? Man weiß es immer nicht. Aber ich schätze mal nicht, dass ich so viele Punkte dafür kriege, dass ich jetzt die eine da noch gleich mitnehmen kann. Wo denn? Hä? Hier drin? Oh, hier ist jemand krank. Hello there. Der Herr. Also nicht der Herr, aber seine Frau, glaube ich. Guten Tag. Ist alles in Ordnung? Du bist ziemlich blass. Nichts ist in Ordnung. Meine Frau ist furchtbar krank. Sie ist so schwach, dass ich sie nicht alleine lassen kann, um ein Heilmittel zu holen. Und ich weiß nicht, was ich tun soll. Was für Symptome hat sie? Sie glüht vor Fieber so stark, dass ich es noch nie erlebt habe. Sie ist so heiß, dass es weh tut, ihre Hand zu halten. Ich habe versucht, sie mit nassen, kalten Lappen abzukühlen, aber das ist so aussichtslos, wie zu versuchen, Schnee in einem Ofen zu rösten. Das klingt wirklich ernst. Wir müssen ihre Temperatur senken. Ich weiß, aber ich habe Angst, sie allein zu lassen. Könntest du mir helfen, das Heilmittel zu besorgen?
Bitte, ich tue alles. Ja, natürlich. Bitte, ich weiß genau, was sie heilen wird. Meine Familie benutzt seit Generationen ein besonderes Heilmittel aus Dachsfett. Es eignet sich für fast alles. Ich bin sicher, es wird dir helfen, schnell wieder auf die Beine zu kommen. Dachsfett? Bist du sicher? In Piastovia gibt es einen wirklich begabten Bader. Vielleicht hat er ein paar modernere Heilmittel. Nein, dieser Mann ist ein Scharlatan. Ich will nicht, dass er irgendetwas mit meiner lieben Rona zu tun hat. Bitte, das Fett ist der einzige Weg, ihr zu helfen. Besorge einfach genug davon und bitte Slavomira, daraus ein Heilmittel herzustellen. Sie kennt das Rezept. Lüge. Okay, ich lüge ihn einfach mal an. Ist Dax dein Ernst? Okay, wir müssen Gas geben, glaube ich. Dass wir das alles jetzt noch schaffen. Nein, ich habe mein Pferd hier da hinten stehen lassen. Otte, wo bist du denn? Wir haben es doch eilig. Wisst ihr, was muss ich jetzt machen für die Quest, für die andere Quest? Ist Dax dein Ernst? Optional gehe zu Seduin? Ah, okay. Jage Dachse und sammle ihr Fett ein. Ich will keine Dachse jagen. Ich glaube. Ich will halt eine der beiden Mädels noch mitnehmen, ne? Ach, scheiße. Aufsitzen. Das heißt, ich muss die Reputationspunkte jetzt noch zusammenbekommen. Rückwärts Gang. Warte. Dann, ja gut. Würde ich das gerne noch erledigen. Dann schneide ich uns mal schnell rüber. Jetzt wird es doch wieder ein bisschen zu lang. So, da habe ich heute mal ordentlich die Sporen gegeben. Wie viel Reputation bekommen wir? Oh Gott. Für diese Aufgabe. Ist nicht genug Platz zum Absteigen. Rückwärtsgang, Hotte. Wir gucken gleich mal bei Seduin rein, würde ich sagen. Und ich nehme mal kurz die Anschlagtafel hier mit. Untersuchen wir mal. Dies ist das Schriftstück, das am ältesten aussieht. Die Anschlagtafel ist voll von verschiedenen Aushängungen und Ankündigungen, die vor allem der Quartiermeister selbst aufgehängt hat. Einige ältere Schriftstücke, die einen starken Gelbstich haben, lassen sich unter den frischeren erkennen. Nach kurzer Suche hast du 4 Pergamentstücke gefunden, die am überfälligsten aussehen. Dem ersten steht, ich suche den Unhold mit verschiedenfarbigen Augen, der die Unschuld meiner Tochter befleckt hat und vor der Erfüllung seines Heiratsversprechens davongelaufen ist. Als Belohnung winken Münzen. Dem nächsten Stück Pergament steht die folgende Aussage. Es ist mir egal, wer das hier liest. Ich liebe meine Schaufel und ich schäme mich nicht dafür. Na klar, jedem sein Hobby. Der letzte Aushang erneut von einem unbekannten Auto besagt, bitte hört auf, meine Flaschenverschlüsse zu stehlen. Ich habe wirklich hart daran gearbeitet, sie alle zu sammeln. Ich habe davon geträumt, dass sie eines Tages zur Währung werden. Bis jetzt ist es noch nicht dazu gekommen. Jetzt muss ich entscheiden, welches? Ich nehme das dritte. So, warte mal, wie viel Dynastie würde ich für die Aufgabe bekommen? Steht hier natürlich nicht. Scheiße.
brauchen jetzt nur noch die Schere, dann hätten wir eigentlich genug Dynastiepunkte. Hm, aber das Heilmittel nehme ich hier schon mal mit. Bei Seduwin. Bist du zu Hause? Nee, wo kriegst du denn rum? Ach, da ist er ja. Ist alles in Ordnung? Rona in Skauki ist krank. Sie braucht Hilfe. Was hat sie? Ein furchtbar hohes Fieber. Ihr Mann sagt, er hätte sie noch nie in einem solchen Zustand gesehen. Hm, ich verstehe. Normalerweise ist erhöhte Temperatur während einer Krankheit etwas Gutes. Sie bedeutet, dass der Körper darum kämpft, sich zu erholen. Aber zu hohes Fieber kann tödlich sein, fürchte ich. Ich bin sicher, du hast irgendein Mittel dagegen, oder? Ich habe in der Tat einen Trank, der dabei helfen könnte, ihre Temperatur zu senken, aber garantieren kann ich nichts. Es ist schwer, irgendjemanden indirekt zu behandeln, aber im Moment kann ich mir keine Reise nach Skauki erlauben. Ich habe meine eigenen Patienten hier, die meine Hilfe brauchen. Wie dem auch sei, hier ist der Trank kostenlos. Ich hoffe nur, die Frau wird es schaffen. Danke, Seduwin. Ich gehe direkt zu ihr. Oh, Entschuldigung. Was mit der Wand? Der hat auch einen Job. Aber im Augenblick habe ich, glaube ich, gut zu tun. Ich verkaufe mal schnell die Klamotten, die ich hier mitgebracht habe. Nimm du mal die Kohlsuppe, was du kannst. Hast du noch Geld? Nur ein bisschen. Die Kohlsamen. Ich habe noch genug zu Hause, um wieder anzupflanzen. Und vor dem Winter komme ich jetzt, glaube ich, sowieso nicht mehr her. So. Wie viel Leinengewebe? Oh, alles. Okay. Gut, da haben wir wieder 4000. Ach, warte mal. Ich habe ja noch die ollen Stiefel am Start. Die kannst du auch noch haben. Ah, die kann sich nicht mehr leisten. Scheiße. Hallo. Nimm du mir mal die Stiefel ab, dann bin ich glücklich. Danke. So. Okay, wie machen wir das jetzt? Ich würde sagen, kurz nach Ostoja. Das letzte Teil noch holen. Mit dem Pferd geht es ja eigentlich schnell, ne? Damit wir in Skauki. Hm, ja. Dann gleich die Reputationspunkte vielleicht. Kriegen. Ah ne, ich muss ja hier wieder zurück, ne? Oh shit. Ah gut. Wollen wir das Beste hoffen, ne? Für Hotte und uns. Dass hier auf dem Weg nicht viel passiert. Dann, ja, würde ich sagen. Wir sehen uns in der nächsten Folge. Und schauen, wie es weitergeht mit unseren Quests hier. Warte mal, muss ich jetzt da hoch oder nicht? Doch, ich muss auf jeden Fall eher hier lang. Gut. Was steht da? Was ist das? Ein Hase. Dann, ja, herzlichen Dank fürs Reinschauen. Bis zur nächsten Folge mit Evil Dynasty. Freue mich auf euch. Macht's gut, bis denn. Tschüssi. Ich glaube, wir sind die Wiesens.